In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right. And if he reaches the fire, you fail. Okay. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Alles klar. Nein, nein, nein. Nein, Baby, nein. Das Feuer ist gefährlich. Das Feuer ist wirklich gefährlich. Was sagt er das? Ah, wie viele Levels gibt's denn hier? Das wird ganz schön schwierig mit der Zeit. Baby. Mann. Werden dich erzogen. Das ist ein Wahnsinn. Ich sehe das bis 3 an. Wenn du nicht gleich dort drüben bleibst, dann lasse ich dich ins Feuer rennen. Ich sag's dir. So, wie lange habe ich schon gespielt? Eine halbe Minute, glaube ich. Das ist ein neuer Rekord, glaube ich. Das war's, ich lasse dich jetzt gleich ins Feuer rennen, Baby. Warum haben die Wandtexturen die gleiche Nummer, obwohl die grau ist und die orange? Das frage ich mich jetzt, jetzt sag ich jetzt mal. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Jetzt muss ich einen Erwachsenen abhalten, ins Feuer zu rennen, oder was? Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. Is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This will go here. No, here. And then... Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off... Yes, it's complete. Kannst du mir helfen? I made this, Stanley. Wow. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Ach, wie geil. Ich habe sogar den Grad, also den Gang-Sound. Und das ist, glaube ich, noch irgendwie alpha-mäßig oder so, oder? Ne, alpha-mäßig ist nicht, weil da die Schnee und alles ist. Ich will auch abbauen. Ich mache ein viel besseres Haus als du. Ah, ja. Nein, ich will da nicht rein. Das ist... na gut. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Oh. Alter, wie geil einfach nur. Das ist aber nicht original Minecraft-Musik. Mist, ich hätte hier dann gleich weg können. Nee, gell? Nein. Okay, okay, okay. Na gut. Mining, juhu! Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Ich? Mausrad? Nee, ich habe nichts im Inventar. Leider nichts mitten an. Aber man kann eh die Helligkeit draufstellen, dann sieht man noch was, wenn es weiter unten, ist. No, this is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear.
Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all, 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Die Zombies und die Spinnen. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Ein neues Spiel, da freue ich mich schon drauf. Was wird es diesmal sein? Yes, I don't even know what this game is, but I love it. Ich auch. You trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. Oh. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Hey, ich will das Portal haben. Ich will da durch. Da muss ich durch. Hallo, du kennst dich überhaupt nicht aus. Steht er da vielleicht? Nein, schade. Okay, das ist aber eine Stunde gestellt. Musik sollte ich eigentlich mitnehmen? Nein, ich kann es nicht mehr mitnehmen. Nein, warum habe ich das so weit? Die Scherbe da mitnehmen? Ah, die Scherbe da mitnehmen. Nein. Mist. Das Radio mitnehmen wollen. Schade. It's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Ich schaff das. Oh Mann. Genius. Yeah. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. And I highly doubt you. Ach du Scheiße. Ups. Bitter. Okay. Wo bin ich hier gelandet? ja gut, dann habe ich jetzt wohl einen Fehler gemacht, ne? Also. Oh. Ich sehe überhaupt nichts. in Definition. Hier ist ja gar nichts mehr, oder? Ich fliege da runter, wenn ich da weitergehe. Ich fliege überall runter, wenn ich da weitergehe. Na toll. Ich glaube, ich habe es verkackt. Oh. Hä? Bin ich denn hier jetzt? Hallo? Hier geht's nicht weiter, okay. Hier ist eine offene Tür, hier ist... Okay. Ja, keine Ahnung. Hier weitergehen. Das ist das Office von meinem Chef. Ich sehe hier gar nichts, Leute. Also nicht wundern. Ich sehe nämlich auch nichts. Was ist hier? Sehen wir, was uns hilft. Hier kann ich rein. Ist der Aufzug aus dem Stanley Parable Mod? Oh, dann kann ich nichts machen, nee. Ist das vielleicht auch ein bisschen heller stellen? Video, geht's überhaupt? Bin mir da gar nicht sicher. Modelltextur, bla bla bla. Leider nicht. Gut, dann müssen wir halt dabei so bleiben. Bin ich mal gespannt. So, hoffentlich, oh Mann. Weißt du was, ich wollte hier eigentlich gar nicht hin. Hier ist das mit der zu offenen Tür. Hier können wir jetzt, gehen wir in unser Büro zurück. Falls das noch geht, hier ist sogar Licht, das ist super. Okay, gucken wir das dann auch noch alle an. Wenigstens etwas. So, also was das einzige Licht, das hier ist. Das ist unser Raum, ja genau. Das ist wirklich der aus Stanley Parable 1. Aus dem Mod meine ich. Genau dasselbe, okay, okay. Boah, ich weiß nicht, ob hier überhaupt... I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me.
Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Ein weiteres Ende der Stanley Parable haben wir hier gesehen. Alles klar, wenn wir das Portal-Spiel spielen und das am Ende, ich habe schon gedacht, da kommt ja irgendwas, was mich erschreckt oder so. Aber das ist ja nicht so ein Spiel. Ich würde gerne noch einmal... Hier läutet irgendwo das Telefon. Hello, this is a recorded message scheduled either by you or person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Thank you and have a pleasant day. Oh. Alles klar, du hast gesagt, du sollst die Message aber abbrechen. Was habe ich nicht gemacht? Terminated immediately, okay. Haben wir es leider nicht gemacht. Aber das ist ja der normale Weg, oder? Können wir das jetzt noch fahren? Nee, ist ja der normale Weg. When Stanley came to a set of Nein, oder nicht. Denn ich würde jetzt gerne mal wissen, was hier ist. Genau, das ist das Richtige. Was passiert, wenn ich durch die rechte Tür jetzt gehe? Oder durch irgendeine andere? Ich versuche mal die rechte Tür einfach. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Ich schätze mal, dass ihr immer dasselbe kommt jetzt. Egal in welchen Raum ich gehe, ich versuche nachher nochmal den fast ganz rechten, also den mittleren eigentlich. Aber ich möchte gerne noch wissen, was der sagt, je nachdem, welche Nummern man hier drückt. Zwei haben wir schon, also nehmen wir mal eins. A one? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a one? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough... Alles klar, kenne ich aus. Das ist wieder das. So, load. Nochmal das. Jetzt versuchen wir durch diese Tür zu gehen. Da werden wir aber ganz bestimmt in denselben Raum kommen. Wer hätte es gedacht? Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm... Looking for some real critical feedback here. Alles klar, na dann speichern wir jetzt nochmal. So. Und nehmen die drei. Oh, of course. A three. Really. Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough sagt, dass ich jetzt mal auf die 4 drücke. Okay, so we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. If I can be honest here, I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it, so let's keep this party train rolling. Here, based on the data Nummer 5 wird jetzt gedrückt. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly. A calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look.
So, jetzt wieder, egal in welche Tür wir reingehen, ich schätze jetzt einfach mal, wir kommen wieder da rein. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers please. So, verschiedene Sachen, oh Mann, ist wirklich viel zu entdecken. Hier haben wir vorher viel gesagt. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Das ist das Babyspiel, nicht wahr? In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move. Nein, hat schon gespeichert. Na gut, aber ich schätze es egal, welche Nummer man drückt. Man kommt immer hier hin. Das bedeutet, wir beginnen das Spiel again. Nee, wir gehen nochmal raus. Aha. Und laden jetzt nicht das Babyspiel, sondern das hier. Befehl anders sein wird. Wenn wir hier durchgehen einfach, ich glaube nicht. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Natürlich. Haben wir hier? Hier haben wir auch noch was zum richtig machen. Also folgen wir einfach erstmal. Ich bin sehr gespannt, was hier noch drin ist. Aber. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might find coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, würde ich gern machen, aber ich schau mal, was da unten ist.